Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Jo, ich bin jetzt einfach mal sitzen geblieben. Jetzt ich so, ihr seht das ja im Layout. Nein, ihr seht das natürlich nicht am Layout, aber ich hatte das ja gesagt. Denn ich wollte euch auf jeden Fall noch eine Angriffsstrategie festhalten, die wirklich, finde ich, im Moment sehr, sehr stark ist und auch sehr, sehr einfach vor allen Dingen ist. Es sind die Yetis Bogenschützinnen. Ich habe die hier im Rathaus 12 Bereich jetzt auch mal ausgebaut. Ich habe mal meinen kleinen Geiz übersprungen, denn mit diesem Account hier, mit dem Beckensheriff, muss ich nur noch ein paar Mauern machen und der macht seine letzte Forschung jetzt gerade. Da habe ich gedacht, da kannst du auch mal ein bisschen Dunkles ausgeben und kannst dem sicherlich ein paar, neben den Mauerbrechern, die ich mir eigentlich immer hole, weil ich sie auch immer brauche, also so ziemlich immer, auch mal die Bogenschützen auszuprobieren, denn die mit ihrem Longshot sind unheimlich stark. Also ich habe die Armee jetzt zweimal gebaut. Ich habe damit schon 14er gezweiert und auch ein 13er mit vielen, vielen Prozenten gezweiert. Ich sage das ganz bewusst gezweiert, weil 3 Sterne wird dann im Hit-Up-Bereich doch etwas schwierig und selbst 2 Sterne sind schon schwer genug. Vielleicht wird es heute nur einer oder vielleicht wird es heute auch keiner, denn ich möchte damit live im CK angreifen. Aber bevor wir angreifen, machen wir wenigstens noch einen Trainingsangriff hier draußen. Ich bin im Moment so ein bisschen höher. Ich bin im Champion, im Meister. Und das ist dann schon so eine Liga, da triffst du dann häufiger auch mal auf deinesgleichen, was die Rathäuser so angeht. Und da ist es sicherlich da kann man eigentlich ganz gut üben, vor allen Dingen an solchen Bases hier, wo du auch immer, sage ich mal, aktuelle oder nicht ganz aktuelle CK-Designs findest. Je nachdem, mal mehr und mal weniger. So richtig Loot brauche ich eigentlich nur noch für die Mauern und natürlich immer ein bisschen Dunkles nach für die dunklen Truppen, also nicht für die dunklen Truppen, für die Supertruppen. So einer zum Beispiel, ne? So einer zum Beispiel könnte uns ganz gut tun. Und schwierig ist natürlich immer zu sagen, welche Zauber nehme ich eigentlich mit. Ich habe jetzt 3 Wut, 4 Frost, ein Gift und einen Sprung plus den Kampfholzwerfer. Kampfholzwerfer, nicht Kampfs, Kampfholzwerfer. Und also im Deutschen. Und okay, da hat er jetzt eine Luftabwehr nicht. Und hat hier Single Infernos. Wo ist eigentlich der Digital Inferno? Hat eine Mitte. Okay, ist auch Single. Gucken wir mal. Wir gucken mal, wie wir hier vorgehen können. Wir machen hier erstmal 1, 2, 1, 2. 1, 2. Und die Bogenschützen richtig schön weiter hinter. Und dann kann das hier mit den Jedis weitergehen. Die kann ich natürlich sehr, sehr nah setzen hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Elden mit drinne. Und vielleicht auch einen Royal Champion, gucken wir mal. Nicht einen Royal Champion, vielleicht auch einen. Einen von denen. Okay, oh, jetzt habe ich auch schon ein bisschen Not hier. Die springen da schon nicht, weil die da nicht durch die Mauer kommen. Okay, jetzt gehen sie rüber. Jetzt verteidigt aber das Rathaus auch hart. Ordenzündung war jetzt ein bisschen, war ziemlich spät, ich weiß. Aber noch gehen die Truppen hier sehr, sehr gut durch, würde ich sagen. Und damit er mir meinen King hier nicht verbrennt, nehmen wir den auch. Jetzt habe ich mal wieder den Giftzauber überhaupt nicht genommen. Ah, das passiert mir auch sehr, sehr häufig, dass ich einige Zauber hier fast vergesse. Aber ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Und hier im Farmbereich in jedem Fall super, super zu gebrauchen. Ihr seht die 3 noch hier unten. Die wirklich mit ihren langen Schüssen echt extrem viel hier rausholen. Kann man nicht anders sagen. Und den Gift wieder verworfen, mal wieder nicht auf den Helden genommen. Macht das nicht nach. Macht das nicht nach. Nehmt die Zauber so, wie sie sind. Und dann werden das hier auch 3 Sterne. Ja, 3 Sterne möchte ich jetzt gleich nicht holen. Mir reichen jetzt gleich 2 Sterne. Wenn nicht sogar nur 1 Stern, denn ich muss 2 Rathäuser hoch Appen oder Hit-Appen. Und das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Und wir bauen die aber nochmal nach. Ich habe die jetzt noch 23 Stunden, glaube ich. Ja. Und die gibt es auch erst ab Rathauslevel 12, meine ich. Ne? Ich müsste jetzt gleich mal nachgucken. Ich mache mal kurz einen Cut und gucke mal nach, ab wann es die denn eigentlich gibt. Ich korrigiere, die gibt es natürlich schon ab Rathauslevel
11, die kannst du auch erst ab 11 geben, weil es eine Supertruppe ist und die Supertruppen gibt es erst ab Rathaus Level 11. Das heißt, vorher gibt es die Bogenschützin natürlich nicht, außer ihr lasst euch sie in die Clanburg spenden. Ich nehme die jetzt auch mal wieder, beziehungsweise nicht in die Clanburg, sondern ich nehme wieder diese Truppe in die Clanburg. Also zwei Yetis, ein Magier, kann man auch ein bisschen anders aufteilen. Jetzt könnte man natürlich auch Valkyren nehmen oder was auch immer. Oder noch mehr Bogenschützen, aber ich denke mal, dieses Pärchen hier passt da ganz gut rein. Ich baue jetzt auch schon nach. Ich habe gerade wieder ein bisschen gespendet. Ja, perfekt. Also pass auch immer so ein bisschen im Blick. Aber nichtsdestotrotz wollte ich hier jetzt auch mal dran. Denn wie gesagt, ich hatte, glaube ich, gestern in dem Video gesagt, ich muss mich da immer so ein bisschen nicht korrigieren, sondern ich muss immer dran denken, dass ich an einem Tag, wenn ich aufnehme und ich zeige euch die Folge am nächsten Tag, erst auch immer dann sage, hey Leute, gestern. Ja, also ich habe euch im Video vorher schon gesagt, dass wir in den letzten beiden Spieltagen in fast allen Clans, außer bei den Herausforderern, hit-uppen müssen. Das heißt also, man muss die Rathausstufe immer höher angreifen, als man selber ist. Immer dran denken, der ein oder andere hat es immer noch nicht kapiert. Die Liga hier ist kein Matchmaking, die Liga hier ist Liga-Ranking. Also Matchmaking gibt es hier nicht, hier gibt es nur ein Liga-Ranking, mehr nicht. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn man nur 15er angreifen muss als Rathaus 12er oder so wie ich hier auch jetzt schon das zweite oder dritte Mal in dieser Woche auch ein 14er mitnehmen muss, wenn auch der hier jetzt, wenn auch der mal nicht ganz so stark ist. Aber lass mal gucken, wie schwierig das hier überhaupt ist im unteren Bereich. Der Samuel hier, Rathaus 11 auf Rathaus. Ah ne, der ist auch schon gerade so 12 geworden. Okay, da ist er mir jetzt einen ganz kleinen Schritt voraus. Queen ist auf 54, ist also ein Anfang 12er der Samuel hier, würde ich sagen. Da kriegen wir noch ein paar Level verbessern. Und nimmt hier E-Drachen. Okay, ja, tue ich mich immer schwer mit E-Drachen. Meine E-Drachen fliegen immer sauber außen rum, aber nie rein. Und nimmt hier aber noch eine Blimp mit drin. Mal sehen, ob er die jetzt safe wirft oder nicht. Ist ja so ein relativ bekanntes Design hier im Rathaus 12 Bereich, was die Base jetzt angeht. Und damit geht hier in der Mitte auf jeden Fall alles kaputt. Perfekt, natürlich gehen auch die Loons dort kaputt. Er hat Packer da drin, okay. Packer da drin gehabt, auch nicht schlecht. Neben den Loons, der dann noch ein bisschen für Trouble sorgt. Der hätte auch fast den Adler geschafft, dann wären es noch mal ein paar mehr Prozente gewesen. Und ist aber sicherlich mit den noch, sage ich mal, Rathaus Level 11 Helden recht schwierig, aber er hat die Loons auf 3, ich denke mal gerade, also nicht die Loons auf 3, Entschuldigung, die Elektrodrachen auf 3, ich denke mal, die lohnt sich in jedem Fall, die relativ früh zu leveln, bevor man andere Truppen levelt. Gerade in diesem Bereich hier sind die E-Drachen sicherlich immer, na, ich nenne es mal, für 2 Sterne gut, wenn nicht sogar für 3, je nach Base. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die Bodentruppen versteift. Ich habe die ganze Zeit nur mit Hybrid angegriffen und habe mir jetzt eigentlich über einen Zuschauer im Stream mir nicht zeigen lassen, sondern habe gesehen, Mensch, die Taktik ist eigentlich ganz gut. Und auch gegen größere Rathäuser. Wir wollen dieses Rathaus hier angreifen. Streng genommen weiß ich jetzt gar nicht, von welcher Seite ich eigentlich komme. Von welcher Seite ich reinkommen soll. Eigentlich müsste ich dem Rathaus entgegenkommen, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da nicht wirklich weit kommen, obwohl wir den Adler wegbekommen würden. Aber ich habe, wie gesagt, wirklich ein bisschen Sorge, dass wir nicht ganz das Rathaus packen. Deswegen würde ich fast sagen, wir gehen von irgendeiner Rathausseite hier rein. Wenn nicht sogar von hier unten rein, dass wir vielleicht, naja, in der Range das Rathaus hier bekommen. Ah, es ist auch schwierig. Das ist auch wieder eine Entscheidung. Komme ich dem entgegen, habe ich hier sehr, sehr viel Def. Das heißt also, wenn ich von hier der Base hier entgegenkomme, habe ich sehr, sehr viel Defensive vor mir, bevor ich überhaupt zum Rathaus komme. Das ist dann halt auch kein Zwei-Sterne-Garant. Da habe ich dann immer so meine Zweifel, nehme ich das Rathaus lieber safe mit und viele, viele Prozente. Dann habe ich aber auch nicht so viel von meiner Belagerungsmaschine, weil die hat dann auch einen kurzen Weg. Oder ich nehme eine andere Belagerungsmaschine mit. Clanburg hat er in jedem Fall. Das heißt, mein Giftzauber brauche ich auf jeden Fall. Und naja, no risk, no fun. Vermutlich haben wir sowieso verloren, weil wir hier durchgereicht werden. Also gehen wir rein. Mit unserer Truppe hier. Ich gehe dann doch mal den weiten Weg, Leute. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Und 1, 2. Hier hinten machen wir das auch. 1, 2. 1, 2. Und mit dem Rest gehen wir hier rein.
Hier setzen wir die Karre auf jeden Fall früh an. Die Bogenschützen dahinter. Wir können jetzt mit den Helden kommen, dann gehen die auch garantiert hier in die Base rein. Aber ihr seht das schon selber hier, das ist unheimlich viel, viel Feuer, was wir hier haben. Und wir müssen auch daran denken, dass wir hier auch eine Clanburg haben, die wir wegmachen müssen. So, den hätten wir natürlich auch mal mitnehmen können. Und haben immer noch einen unheimlich weiten Weg zum Rathaus hier. Und ich würde fast sagen, der Weg war zu weit. Der Weg war zu weit. Ja, der Weg war leider ein bisschen zu weit an der Stelle. Queen habe ich jetzt zwar noch gezündet, aber es wird mit Hängen und Würgen ein Stern. 48%. Ja, es wird mit Hängen und Würgen ein Stern. Und gerade noch so durchgerettet. Ah, ärgerlich. Aber trotzdem, ihr seht, dass diese Strategie hier doch sehr, 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 sehr stark ist. Ich weiß, ich habe euch jetzt natürlich wieder einen Fail gezeigt, aber die gehören einfach mit dazu. Ich finde die Angriffsstrategie trotzdem sehr, sehr stark. Jetzt hätte Fahrradschlauch, wäre ich von unten gekommen, hätte ich vielleicht das Rathaus mitgenommen, aber kannst du auch nicht wissen, ob ich dann die restlichen Prozente hole und dann vielleicht auch nur mit einem Stern und wenig Prozenten hier rausgehe. Deswegen, ja, üben wir das Ganze doch einfach ein bisschen. Aber ich finde die Angriffsstrategie trotzdem sehr, sehr stark und ich kann euch auch sagen, ich habe damit schon was geholt. Ich glaube, vor 2 Clankriegen habe ich damit angefangen, meine ich. Auch im etwas höheren Bereich. Ich glaube, es war auf dem hier. Und das war auf dem 13er. Ja, da habe ich also schon was mitgeholt. Ich will euch ja jetzt nicht irgendwelchen Blödsinn erzählen und nur erzählen und kann es nicht. Mal so, würde ich sagen. Diesmal mal so. Und ich habe auch diese Angriffsstrategie hier im Rathaus 13er Bereich genommen. Auch von der langen Seite her, also wirklich ein 3-Sterne-Angriff hier probiert und nicht über die kurze Seite Richtung Rathaus. Jetzt, auch da streiten sich mal die Geister, ja. Früher habe ich mir auch mal gedacht, kürzester Weg zum Rathaus, gerade wenn du schwierige Rathausstufen machen musst. Ach, es ist wirklich sehr, sehr schwer, immer die richtige Entscheidung am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Aber auch hier habe ich natürlich mit Clanburg zu kämpfen, also mit den Minions habt ihr jetzt, aber ihr seht das jetzt hier in der Mitte, ziemlich viele von den Bogenschützen hier noch und da fällt das Rathaus ganz sicher mit den Yetis und es sind sogar viele Prozente geworden, das war ja auch ein 13er hier, also mit 83% auf ein 13er, der ziemlich maxed ist, ist das glaube ich eine gute Sache und jetzt auf den 14er, naja, gestern habe ich glaube ich auch einen 14er 2 geholt, meine ich. Wenn auch eng, aber ich habe sie geholt. Und aber auf dem 13er hier geht es auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich glaube, im Moment reißen wir hier keinen den Kopf ab, wenn Hit-Ups nicht wirklich funktionieren mit 2 Sternen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Risiko gegangen bin. Ja, mein Gott, Leute. Ist dann halt mal so. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also Bogenschützen, Yetis kann ich in jedem Fall empfehlen. Auf 11 habe ich die noch nicht probiert. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, ob das auf 11 auch schon eine coole Armee ist, die man in jedem Fall nehmen kann. Oder ob man da vielleicht als Tanks dann was anderes einsetzt. Vielleicht je nach Inferno auch, ob man da vielleicht Golems nimmt oder vielleicht Riesen nimmt. Und jeder ist da ja ein bisschen anders. Ich habe mich jetzt halt auf diese Kombi mal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eingeschossen, aber im Hit-Up-Bereich ganz gut. Und ihr habt ja gesehen, 12 gegen 12 scheint auf jeden Fall irgendwie zu funktionieren. Und deswegen mache ich ganz munter so weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Im Moment sind wir ja so ziemlich jeden Tag im Livestream. Warum das so ist, da müsst ihr einfach mal in den Livestream kommen. Dann erkläre ich euch das, warum das so ist. Und dann sehen wir uns und bleiben, glaube ich, ganz guter Dinge. Die Liga sollte, glaube ich, heute dann vorbei sein. Am Donnerstagabend ist sie dann irgendwann mal vorbei. Und dann gibt es die Medaillen und dann gehen wir in unser wohlverdientes, ja, schon fast wieder Wochenende. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.